und diesem sogenannten Dackel. Komm, wir erpressen ein paar Ladenbesitzer hier um die Ecke. Irgendwann komme ich dahin und sehe, der Laden ist abgebrannt. Ist ihm ein Brandsatz in sein Fenster geflogen und dann war das mit dem Laden, ne? Und die erste Frage an der Theke ist, wenn die mich sehen, von welchem Club kommst du? Ja, willst du hier Weiber abwerben oder was? Und eine Sekunde später hatte ich direkt irgend so einen Spasti von dem Laden da hinter mir und dann war das Hausverbot perfekt. Meine Echten, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, das sich viele von euch gewünscht haben. Viele sind damit gerade in Bezug auf das Rotlichtmilieu auf mich zugekommen. Aber ich habe gedacht, wir machen daraus ein größeres Video und nehmen noch andere Teilaspekte mit rein. Und zwar geht es heute um Schutzgeld, Leute. Ja, und wo kann man besser über Schutzgeld reden als in einer Pizzeria, oder? Deswegen habe ich ein paar Freunde von mir angerufen und ich bin hier in die Pizzeria Mimosa in Schwerte-Westhofen gegangen, um dieses Video zu machen. Das heißt, Freunde, wenn einer von euch oder mehrere ein bisschen Hunger haben, ein bisschen Durst haben, dann kommt mal hier hin, weil das ganze Geld, was die hier verdienen, fließt am Ende wieder in meine Tasche, denn die zahlen Schutzgeld an mich. Alles natürlich nur Spaß, Leute. Wenn ihr Bock habt auf gute Pizza und kommt aus der Nähe, dann kommt mal vorbei. Ansonsten geht es jetzt los mit dem Video. Wenn ich an Schutzgeld oder Schutzgelderpressung denke, Freunde, denke ich immer daran, dass die meisten Leute irgendwo ein wirklich falsches Bild in ihrem Kopf haben oder ein wirklich klischeebelastetes Bild. Ja? Die meisten Leute denken sich irgendwie, wenn es um Schutzgeld geht, da sind irgendwelche Leute vom Rockerclub, irgendwie der Manfred und der Werner, die setzen sich zusammen, die denken sich, immer, wie können wir ein bisschen Geld verdienen nebenbei, wir erpressen ein paar Leute. Oder der Ali und der Mustafa setzen sich zusammen und haben irgendwie noch 15 andere Cousins und denken sich, wie können wir an Geld kommen, wir erpressen ein paar Ladenbesitzer hier um die Ecke. Dass das Ganze aber nicht so stimmt und eher ein Bild ist, was das Fernsehen gerne bedient und was weniger mit der Realität zu tun hat, werde ich euch heute zeigen. Kommen wir also zur klassischen Schutzgelderpressung. Wir haben irgendjemand, der sich denkt, ich habe kein Geld, oder ich muss meine kriminellen Aktivitäten ausweiten und suche mir irgendjemanden, einen Ladenbetreiber XY von drüben auf der Straße, dem ich jemanden vielleicht vorbeischicke. Diese Person macht da ein bisschen Stress, macht ein bisschen Ärger und vielleicht komme ich am nächsten Tag vorbei und sage, hör mal, ich habe gehört, ihr habt Stress, braucht ihr nicht ein bisschen Hilfe? Vielleicht könnt ihr mich dafür bezahlen oder man hilft denen erstmal umsonst. Und nach der Zeit fragt man, ob man nicht ein bisschen mehr für die tun kann oder ob da regelmäßige Zahlungen drin sind. Und da schaut man auch ein bisschen psychologisch, wie das Ganze funktioniert. Ja? Ist der Ladenbetreiber auch von dir vielleicht, von deiner Persönlichkeit schon eingeschüchtert? Oder ist das vielleicht auch jemand, wo man ein bisschen nachhelfen muss? Dann geht es zum einen so, dass man vielleicht noch mehr Leute dahin schickt, die Stress machen und hofft, dass diese Person den Stress nicht mehr will und wird deswegen zahlen. Oder man geht wirklich selber hin und sagt, pass auf, ist jetzt gut hier mit den Späßen, du bezahlst jetzt. Ansonsten, wenn du nicht bezahlst, dann machen wir deinen Laden zu. Solche klassische Schutzgelderpressung, wie ich sie gerade angesprochen habe, finden wir wirklich eher im Ausland, ja, wo gewisse Gegebenheiten da sind, die eben den Nährboden geben dafür, dass Leute sowas machen können. Also wenn wir politische Unruhen zum Beispiel haben, instabile Systeme, Autonomität und Krieg, ja, das ist ein Nährboden, der wirklich danach ruft, dass sich gewisse kriminelle Leute zusammentun und auf solche Art und Weise von Leuten Schutzgeld erpressen. Hierzulande findest du so eine klassische Schutzgelderpressung wirklich eher in bestimmten Milieus, ja, also wo Leute für sich abgeschottet sind, nicht nach außen gehen, nicht mit der Polizei reden. Wenn wir sagen, zum Beispiel eine bestimmte Nationalität erpresst von einer bestimmten Nationalität Schutzgeld, ja. Vielleicht kann man dazu noch ein anderes Beispiel nehmen, wenn wir da rausgehen, dass wir sagen, dass es in einem bestimmten Milieu passiert. Sowas gibt es natürlich auch in einem bestimmten Kiez, aber dieser Kiez muss dann auch wieder für sich halt abgeschottet sein, dass man zum Beispiel sagt, hier haben jetzt irgendwelche Albaner oder so die Kontrolle, die kassieren da ab, ne? Aber sowas hast du wirklich auch nur in Großstädten teilweise, wo der Nährboden eben dazu gegeben ist und du gewisse soziale Brennpunkte hast, wo kriminelle Leute einen gewissen Einflussbereich haben können und auch einen gewissen Einflussbereich wahren können, weil sie wissen, auch aus diesem Kiez wird nichts nach außen dringen. Aber wie gesagt, das passiert eher selten und das hast du wirklich nur in ganz, ganz bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Ja? Ich habe es ja schon gesagt, in den meisten Fällen bezieht sich das wirklich auf Nationalitäten und die meisten Leute schrecken eher davor zurück, zu Hans Meyer zu gehen, der einen Blumenladen an der Ecke betreibt, weil die wissen, das sind Leute, die rufen direkt die Bullen und jemand, der direkt die Bullen ruft und die auf die Karte ruft, da hast du natürlich auch kein Interesse, deine gewissen Geschäftszweige dadurch in Gefahr zu bringen. Das heißt, da lassen die meisten Leute dann auch die Finger von. Ja? Das heißt, die Sachen passieren wirklich im Milieu und nicht darüber hinaus.
So, kommen wir mal zu Schutzgeld im Rotlichtmilieu. Mein Fachgebiet quasi. Viele von euch haben in den Kommentaren unter das Laufhaus-Video geschrieben, wie es aussieht mit Schutzgeld. Und deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, dieses Thema hier in dem Video zu bearbeiten. Im Rotlichtmilieu hat Schutzgeld viel mit der Lage, Macht und Geld zu tun. Ja? Darauf bezieht sich das eigentlich, ob Schutzgeld bezahlt wird und wie Schutzgeld bezahlt wird. Ja? Wie ich schon in den letzten Videos gesagt habe, hat im Rotlichtmilieu in den letzten Jahrzehnten ein großer Wandel stattgefunden. Ein Wandel, den ich auch selber nicht miterlebt habe. Aber natürlich kenne ich die Geschichten von vielen Leuten und habe das so aus erster Hand erzählt bekommen. Und die Nachwirkungen davon kann man natürlich auch selber sehen, auch wenn man in den letzten Jahren im Rotlichtmilieu aktiv war, so wie ich das eben war. Der Einfluss oder die Einflussnahme im Milieu selber hat sich stark gewandelt. Und gewisse Interessensgruppen sind irgendwann auf die Karte gekommen und haben angefangen, ihre Interessen durchzusetzen. Und dadurch mussten viele Leute Entscheidungen treffen, was sie jetzt machen. Ob sie dagegen angehen, ob sie sich zusammenschließen oder ob sie sich vielleicht sogar aus dem Milieu zurückziehen. Da kann man sich zum Beispiel fragen, warum viele von den deutschen Betreibern zum Beispiel oder Zuhältern sich irgendwann dazu entschlossen haben, irgendwelchen Rockerclubs zum Beispiel beizutreten. Das Ganze war nämlich so, irgendwann war der Druck so groß auf die Leute, dass sie sich überlegen mussten, was sie machen, ja? Dass sie alleine nicht mehr bestehen können, dass auch ihr Geld und ihre Macht nicht mehr wirklich dafür herhalten, dass sie automatisch Schutz oder Respekt haben, sondern Leute sind so massiv auf den Markt gedrungen, dass sie sich überlegen mussten, was sie machen. Und für viele hat das bedeutet, dass sie eben einem der großen Rockerclubs beigetreten sind. Ja? In einem Milieu wie dem Rotlichtmilieu, was sozusagen in der Schatten- oder Halbwelt stattfindet, ist es natürlich super einfach, auch Schutzgeld und irgendwelche Sachen zu erpressen. Ja? Wenn man also einen Betrieb führt, der ganz normal ist, zum Beispiel Blumenhändler ist, dann hat man mit solchen Sachen nichts zu tun. Aber im Milieu, wo die Leute sich schon eher raushalten, die Polizei eher auch ein komisches Gefühl hat und die ganze Gesellschaft, da ist es natürlich einfach für die Leute wirklich mit Druck und mit Gewalt Sachen zu erreichen und auch von Leuten Geld zu erpressen. Trotzdem kann man sagen, auf der Deutschlandkarte gibt es wirklich ganz bestimmte und unterschiedliche Macht- und Einflussbereiche, Bereiche, wo Schutzgeld irgendwo stärker erpresst wird. Oder wo gewisse Zahlungen auf andere Art und Weise stattfinden oder wo auch vielleicht wirklich noch Leute sitzen, die überhaupt nichts abdrücken und damit gar nichts zu tun haben. Und das habe ich ja gerade schon eben gesagt, dafür sind bestimmte Faktoren besonders wichtig. Als Beispiel zum Beispiel haben wir irgendwo einen Straßenstrich in irgendeiner großen Stadt. Mit Sicherheit gibt es da an manchen Orten irgendjemanden, der das mit Gewalt unter seine Kontrolle gebracht hat und irgendwelche Zuhälter, die da ihre Weiber stehen haben, werden einen gewissen Teil dahin abdrücken, dass die eben da keine Probleme kriegen und auch ihre Weiber da stehen lassen können. Aber sowas passiert eher dann auf dem Straßenstrich, ja? Sowas hast du dann vielleicht überhaupt nicht so intensiv, wenn es um Laufhäuser geht, sondern da ist die ganze Geschichte wieder ganz anders gestaffelt. Das heißt, die Lage hat wirklich einen ganz, ganz besonderen Einfluss darauf und die Lage innerhalb Deutschlands oder auch die Lage von dem Bereich, wo diese Sexdienste angeboten werden, haben einen großen Einfluss darauf, wie diese Geldzahlungen vonstatten gehen und ob sie überhaupt vonstatten gehen. Wenn du deinen Laden zum Beispiel in einer ruhigen Lage hast, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du viel mehr Ruhe hast und weniger Leute zu dir kommen werden. Zum einen, weil die Lage ruhiger ist, da sehen auch viel mehr Leute, wenn da irgendwas passiert. Das heißt, da ruft mal eher jemand die Bullen. Auf der anderen Seite haben auch viele Leute, die eher innerstädtisch ihr Interesse haben, nicht so viel Interesse daran, irgendjemanden, der sein Bordell oder wie auch immer auf dem Land betreibt, da zu bedrohen und bei dem zu versuchen abzukassieren. Ja? Also das kann man klipp und klar sagen, dass du, wenn du deinen Puff außerhalb der Großstädte hast, hast du viel mehr Ruhe. Ja? Das heißt, betreibst du dein Geschäft zum Beispiel in Hamburg, Frankfurt oder Berlin, hast du mit Sicherheit viel mehr Probleme, viel mehr Leute, die schnell auf den Markt drängen, auch Leute, die irgendwo plötzlich ganz neu auf der Karte als Mitspieler sind, besonders brutal wieder sind und sich versuchen, mit dieser Brutalität auch dann ins Geschäft reinzudrängen. Und da kommst du automatisch nicht darum herum, entweder jemanden für Schutz selber zu bezahlen, damit du eben Protektion und Schutz hast, oder du bewaffnest dich selber und deine Leute und versuchst mehr Leute um dich herum zu scharren. Ja, auf gewisse Art und Weise bist du da nie geschützt von und es wird immer Leute geben, die versuchen, dir da eventuell Stress zu machen. Das gilt, wie gesagt, nicht für jeden, aber viele Leute, gerade in Großstädten, haben diese Probleme und müssen alltäglich mit solchen Problemen kämpfen. Ein anderer wichtiger Faktor, den ich nennen möchte, ist Macht und Geld.
Ja? Es gibt gewisse Leute, die gewisse Positionen haben und in diesen Positionen unantastbar sind. Das heißt, sie bringen eine gewisse Charakterstärke mit, die sie nach außen ausstrahlen, und da gehen weniger Leute hin und wollen diese Leute bedrohen und vielleicht von denen Schutzgeld kassieren. Ja? Aber das hängt wirklich individuell von dem Charakter ab. So jemand kann zum Beispiel auch in der Großstadt sein und hat einfach so einen krassen Ruf. Sowas gibt es natürlich auch. Also ich will nicht pauschal sagen, dass jeder in der Großstadt an irgendjemanden abdrücken muss, weil das ist definitiv nicht der Fall. Aber es gehört viel Charakterstärke und persönliche Stärke dazu, sich eben immer wieder, wenn Leute zu dir kommen und versuchen Einfluss zu nehmen, immer dagegen zu erwehren. Und das sind wenige Leute, die das können. Ja? Auf der anderen Seite kann man natürlich vieles auch mit Geld regeln, und Geld gibt dir automatisch Stärke und Kraft. Ja? Und solche Leute hast du natürlich auch im Milieu, ja? Die einfach so viel Geld verdienen, die so große Läden betreiben, dass das Geld und die Power, die damit kommt, auch selbst krasse Leute, die irgendwo gerade erst hochkommen und sich einen Namen machen wollen, trotzdem einschüchtert, weil die einfach wissen, hör mal, da ist so viel Kohle, der kann sich mit der Kohle alles kaufen, und der kauft sich, wenn er Bock hat, mit der Kohle so viele andere Leute, die uns auch wieder Stress machen, und da sind die Leute dann natürlich immer vorsichtig. Ja? In so einem Milieu, wo es so viel um Geld geht, ist das wirklich ganz wichtig zu sagen, dass jemand, der wirklich ein gutes Auftreten hat, eine Souveränität, einen starken Charakter und dazu noch viel Geld, der ist wirklich nicht unantastbar, aber der strahlt natürlich viel mehr aus, und das kommt dabei mit, und dann bietet man auch viel weniger Angriffsfläche. Solche Leute, die über so viel Geld verfügen, können sich natürlich auch aussuchen, wer den Schutz zum Beispiel in den Objekten macht, und da rede ich nicht unbedingt von Schutzgeld, sondern da rede ich wirklich von normalen Security-Leistungen. Ja? Da will sich natürlich jeder anstellen, ne? Wenn jemand einen riesen Laden hat, und da gibt es verschiedene Schichten, die mit verschiedenen Securities zu besetzen sind, da sind natürlich auch ein bisschen Leute netter, um eben entsprechend an diese Jobs dran zu kommen, und da wird wahrscheinlich weniger Druck ausgeübt, und da wird es auch weniger Probleme geben, weil eben da so viel Geld zu holen ist auf den legalen Weg über Security-Betriebe, und ja, diese Betreiber können sich dann unter diesen verschiedenen Leuten auch wirklich die Leute aussuchen, die dann ihre Sicherheit in ihrem Laden machen. Trotzdem kann man auch hier sagen, dass wir teilweise auch da so ein bisschen eingespieltes System haben. Ja? Dass natürlich, wer hat irgendwelche Sicherheitsunternehmen, wer macht das? Natürlich irgendwelche Motorradclubs, die haben legale und angemeldete Sicherheitsbetriebe, und das ist seit Jahrzehnten auch ganz normal, und das verstehe ich selber nicht, warum die Medien das immer wieder so hochpushen, als wäre das sowas Schlimmes. Es ist doch wohl klar, dass du in einem Rockerclub mehr trainierte, breite, stabil aussehende Leute findest, die eben auch für Sicherheit und Ruhe sorgen können, als wenn du irgendwo in den Kegelclub gehst und dir da irgendwelche Leute holst, die für dich Sicherheit machen. Ja, das finde ich ist wirklich immer so Bullshit, den die Medien da verbreiten. Das heißt, auch solche Leute haben sich wieder im Grunde genommen legale Wege gesucht, um legale Geschäfte nachzugehen, oder sind vielleicht auch schon immer in diesen legalen Geschäften tätig, weil das Ganze, was immer erzählt wird, dass irgendwelche Leute irgendwo großflächig in Waffen- und Drogengeschäfte, wie auch immer, verwickelt sind. Also viele von den Leuten, die ich kenne aus der MC-Szene, sind schon immer im Sicherheitsgewerbe tätig und machen das eben entsprechend auch für Bordelle, und das ist was ganz Normales. Ja? Trotzdem will ich dazu sagen, die Gefahr von gewissen Interessenskonflikten ist natürlich immer da, und das wird es auch immer geben. Das heißt, wenn irgendjemand schlechte Absichten hat und als Sicherheit in deinen Club kommt, kannst du natürlich auch immer mit der Gefahr rechnen, dass die versuchen, irgendwo deinen Laden zu übernehmen. Und sowas ist natürlich schon häufig passiert. Und da unterscheidet sich wirklich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, was ich eben schon gesagt habe. Wenn jemand die Power hat, das Geld hat, die Leute für sich spielen zu lassen, ist das ganz anders als jemand, der zum Beispiel ein bisschen Schwäche zeigt, und da werden die ganzen Schlangen kommen und versuchen, den Laden von hinten zu fressen und zu übernehmen. Ja? Das ist nämlich zum Beispiel auch die Sache. Wenn irgendjemand zum Beispiel Sicherheitsleistungen für ein Bordell macht und sozusagen Schutzgeld kassiert, warum sollte er dann nicht den ganzen Laden übernehmen? Und da kann man das eigentlich schon sehen. Wenn man sieht, dass der und der Betreiber so und so lange in dem Laden ist und du weißt, die und die Interessensgruppe macht für den Sicherheit und der ist immer noch an der Spitze, dann weißt du, dass das eine souveräne Person ist und dass diese Zahlungen von Schutzgeld sozusagen im Grunde genommen ganz normale Security-Leistungen sind und da keine kriminellen Sachen stattfinden. Ja? Trotzdem, und ich bin ja immer ehrlich, ich will es nicht außer Acht lassen, es stimmt natürlich und es ist schon häufig vorgekommen, dass zum Beispiel irgendwelche Gruppierungen erst Sicherheitsleistungen für den Laden gemacht haben oder waren irgendwelche Geschäftspartner und haben einfach versucht,
versucht, gegen den Laden zu arbeiten, den anderen Geschäftspartner ein bisschen runterzubringen, zwar erst seine Kohle mit reinzunehmen, aber ihn dann ganz langsam aus dem Laden zu ekeln, ja. Und das macht man mit schlechter Sicherheitsleistung, ja. Man lässt irgendwelche Leute in den Laden kommen, die da immer wieder Stress machen, sodass Gäste ausbleiben. Man stellt schlechte Weiber hin oder man sagt den Weibern von vornherein, dass sie keine gute Arbeit machen sollen. Und so bringt man dann den Laden runter und versucht im Endeffekt von hinten den Laden zu übernehmen. Das nur als kleine Geschichte nebenbei von einer Sache, die schon öfters vorgekommen ist und wahrscheinlich auch in Zukunft vorkommen wird. Andere Sachen, die ich schon erlebt habe. Wie oft habe ich selber erlebt, dass ich als Gast irgendwo hinkomme und die erste Frage an der Theke ist, wenn die mich sehen, von welchem Club kommst du? So, da habe ich schon gar keinen Bock mehr da reinzugehen und will am liebsten wieder gehen. Ich laufe durch den Laden, weil er neu war, ich wollte mir den angucken und ich habe direkt zwei, drei Gestalten hinter mir, ja, wo ich einschlägige Tattoos sehe, dass die aus irgendeinem Club sind und die folgen mir, weil die wieder denken, dass ich da Weiber pussiere oder von irgendeinem anderen Club bin oder was weiß ich. Für euch als Betreiber und auch für alle anderen, wenn ihr jetzt Member seid oder was weiß ich, seid doch ein bisschen vorsichtig und versucht nicht so massiv auf euer Ego zu gehen, sondern ein bisschen mehr an euer Geschäft zu denken. Ja, das nur als persönliche Anekdote von mir. Andere Geschichte, ich war in einem sehr, sehr großen Saunaclub gewesen und habe da eine Dame kennengelernt und habe mich mit ihr sehr gut verstanden und sie wollte ein Cover-Up-Tattoo haben. Freunde, ihr wisst, ich mache wenige Cover-Ups, aber weil sie so nett war und eben auch so nett ausgesehen hat, habe ich mir gedacht, komm, machen wir. Ich bin mit ihr zum Spind gegangen und habe ihr meine Karte, meine Tattoo-Karte gegeben. Schon kommt eine von den Mädels und sagt irgendwie, ja, willst du hier Weiber abwerben oder was? Und ich denke mir schon, okay, Leute, mach mal nicht so eine Welle hier, alles gut. Was ist passiert? Eine Sekunde später hatte ich direkt irgend so einen Spasti von dem Laden da hinter mir, der mich freundlich rausbegleitet hat und dann war das Hausverbot perfekt und ich habe im Grunde genommen auch nur ehrlich zu den Leuten gesagt, so Leute, ganz ehrlich, ihr müsst mal ein bisschen auf den Teppich kommen und nicht sofort eure dicke Welle schieben, hier geht es irgendwo ein bisschen ums Geschäft, ja, ich bin normaler Gast, die Dame wollte was von mir, diese Leistung hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich versuche, ihr abzuwerben oder wie auch immer, sondern es ging rein um Tattoo, aber da hast du manchmal auch nicht die Intelligenzbestien unter den Leuten, die hören dir gar nicht zu oder wie gesagt, denken, die haben ein bisschen zu viel Testo in den Armen und müssen sich jetzt dick aufspielen und hören dir gar nicht zu. Aber solche Sachen sind mir auch schon passiert und sowas hast du halt relativ häufig. Kommen wir mal zur Schutzkälte in der Gastronomie. Und dazu kann ich euch schon mal ein persönliches Beispiel nennen, wo ich wirklich aktiv mitbekommen habe, dass von jemandem Schutzgeld gefordert wurde und diese Person wirklich auch am Ende ihren Laden verloren hat. Ja? Und zwar hatte ich irgendwann mal eine Lieblingspizzeria gehabt, wo ich wirklich gerne hingegangen bin und der Laden war relativ neu, aber hat sehr gute Qualität geliefert. Irgendwann komme ich da hin und sehe, der Laden ist abgebrannt. So dachte ich mir, okay, alter, krass. Ja. Ich dachte erst, er hat Versicherungsbetrug gemacht oder so, weil der hatte gute Qualität, aber so viele Leute sind da nicht hingegangen. Und dann habe ich den irgendwann später wieder getroffen und gesagt, hör mal Kollege, wie sieht's aus, was passiert? Und er hat gesagt, dass über einen bestimmten Zeitraum wirklich Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hör mal, alle Pizzerien hier in diesem Bereich, in diesem Stadtteil zahlen an uns, du solltest das besser auch machen. Und der Typ hat sich konstant geweigert. Ich habe den kennengelernt, der war wirklich so geradeaus. Ne? Ja, und keine Ahnung, ein paar Wochen nachdem das passiert ist und immer wieder Leute aufgetaucht sind, ist ihm ein Brandsatz in sein Fenster geflogen und dann war das mit dem Laden. Ne? Trotzdem kann ich euch sagen, dass in der Gastronomie heutzutage meistens Schutzgeld auf einem sehr latenten und anderen Niveau stattfindet und gezahlt wird. Viele von den Leuten, die früher Schutzgeld auf kriminelle Art und Weise erpresst haben, gehen irgendwann dazu über, ihre Geschäftsfelder mehr in die Legalität zu bringen. Ja, und da gibt es viele interessante Beispiele, wo wir selber das auch erleben können. Ja? Ich will euch nur mal sagen, wenn ihr in China-Restaurant geht zum Beispiel, ne, findet ihr immer so kleine Kerzenständer, ja, so durchsichtige mit dem schönen Namen von dem China-Restaurant drin und so. Leute, was denkt ihr, wo die Sachen herkommen? Ja? Das ist ein gewisses System, genauso wie, dass alle Pizzabäcker zum Beispiel die gleichen Pizzakartons haben, ne? Oder dass die alle das gleiche Olivenöl benutzen. Ja? Da sind Leute also hingegangen und haben sich gedacht, warum sollen wir auf so massive Art und Weise von Leuten erpressen? Wir haben genug Geld gemacht. Das heißt, wir reinvestieren das Geld, gründen eine Firma, verkaufen Produkte an die Leute und machen die Produkte einfach etwas teurer als die anderen, aber trotzdem sorgen wir mit einer gewissen Massivität dafür, dass die Leute trotzdem das Produkt von uns kaufen. Das heißt, ein Produkt wird legal auf dem Markt vermarktet, die Leute nehmen es entgegen, aber es ist teurer als bei der Konkurrenz. Das heißt,
Die Leute haben einen gewissen Aufschlag dabei und dieser Aufschlag beinhaltet das Schutzgeld. Und so findest du das meistens heute in der Gastronomie, zumindest wenn es um gewisse Nationalitäten geht, die Gastronomiebetriebe betreiben. Dazu kann man dann auch sagen, dass sich solche Systeme wirklich über lange Zeit eingeschlichen haben und Leute auch von vornherein gar nicht mehr zu anderen Lieferanten gehen. Das heißt, Leute haben es relativ einfach, ihre Sachen auch an die Leute zu bringen, weil niemand geht zur Konkurrenz, jeder geht direkt zu denen, weil jeder weiß, okay, wenn ich woanders hingehe, gibt es Probleme. Das heißt, die Leute können wirklich ruhig und locker im Hintergrund agieren, ihre Kohle machen und haben ihre Ruhe. Und so sieht das vielerorts dann auch aus. Ja? So Leute, ein Thema, was ich noch anschneiden muss, nicht, weil es mir so besonders am Herzen liegt, sondern weil wir immer wieder davon hören, gerade wenn wir Freunde von Rap sind, im Deutschrap, das oft betitelte Thema Nacken, ja, Schutzgeld im Deutschrap. Was hat das Ganze damit auf sich und wie strukturiert sich sowas? Weil ich glaube, viele von euch haben da auch ganz falsche Vorstellungen und verstehen gar nicht, wie sich diese Sachen eben zusammensetzen und wie diese Sachen funktionieren. Ich habe das in den letzten Jahren wirklich nie verstanden, warum das für viele Leute so besonders wichtig ist, sich irgendwo einen Nacken besorgen zu müssen und irgendwo Leute hinter sich stehen zu haben, die bei einem mitkassieren. Das will mir nicht in den Kopf, besonders wenn ich junge Künstler sehe, die gut sind, die Talent haben, die auch viele Sachen mit einem guten Manager alleine schaffen könnten, die aber zu den erstbesten Leuten gehen, wo sie eigentlich im Vorhinein schon wissen müssten, dass das am Ende Probleme gibt, dass diese Leute am Ende von denen kassieren werden und dass dabei nichts Gutes rauskommt, ja? Ich beschäftige mich wirklich schon lange mit deutschem Rap und bin schon lange dabei. Ich habe mit der ganzen Scheiße irgendwann 95, 96 angefangen, als ich wirklich ganz, ganz jung war und die Entwicklung, die das Ganze in den letzten Jahren genommen hat, ist für mich wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr unverständlich und ich verstehe das nicht, warum zum einen die Fans irgendwo denken, dass das Ganze so besonders cool ist, aber die Artists selber auch, denn im Grunde genommen von dieser ganzen Geschichte hat niemand mehr was und keiner nimmt das auch wirklich mehr ernst. Ne? Diese ganze Ballerei irgendwo in irgendwelche Schaufenster um 3 Uhr nachts in irgendeinem Industriegebiet, das nimmt keiner ernst. Da weiß auch jeder, dass die Leute, die dann dahinter stehen, teilweise doch gar nicht so hart sind und die ganze Scheiße löst sich dann im Grunde genommen in Luft auf und kann noch einmal bei den ganzen YouTube-Kanälen hier abgehandelt werden und als besonders gehypt und gefährlich hingestellt werden. Aber wenn man die ganze Sache näher betrachtet, dann kann man gewisse Puzzleteile auflösen und die ganze Sache wirkt dann schon gar nicht mehr so gefährlich und so besonders groß, wie sie denn immer gemacht wird. Was ist in Deutschrap passiert in den letzten Jahren? Wir können zum einen sagen, dass wir viele Künstler hatten, die natürlich irgendwo Sicherheit für ihre Konzerte gebraucht haben. Ja? Deutschrap ist immer größer geworden, das heißt, man sucht sich 2, 3 Leute, die einen beschützen können. Auf der anderen Seite gab es natürlich gewisse Leute aus gewissen Milieus, die auch neue Einflussbereiche gesucht haben, neue Wege, um Geld zu machen, neue Wege, um vielleicht auch Geld zu investieren, was aus bestimmten Geschäftsfeldern kommt, nicht bei allen, aber bei manchen und so hat sich da irgendwie so eine Symbiose ergeben zwischen eben Deutschrap und diesem sogenannten Nacken. Ich will gar nicht auf Details eingehen und Leuten irgendwo ihr Geschäft kaputt machen oder irgendwelche Sachen, von denen ich weiß, die insbesondere ausplaudern. Ich bin nicht so dafür da, diesen Gossip zu machen. Das können diese bestimmten YouTube-Kanäle und Instagram-Accounts machen, die jeden Tag irgendeinen Scheiß über Deutschrap rausbringen. Da habe ich gar keine Lust zu. Aber was ich machen möchte, ist euch wirklich den Kopf waschen, Leute. Wir alle kochen zu Hause, wenn wir zu Hause sind, nur mit Wasser, ja? Und vieles wird irgendwo immer hochgepusht und als viel härter und viel gefährlicher dargestellt, als es in Wirklichkeit ist, ja? Es gibt für viele Leute einfach die Gefahr, und das will ich euch sagen, und das ist auch vielleicht ein bisschen meine Botschaft, schaut, wenn ihr selber Musik macht, ein bisschen darauf, mit wem ihr euch einlasst. Wenn ihr also jung seid und ambitioniert, denkt ein bisschen darüber nach. Lasst euch nicht zu früh auf irgendwelche Leute ein, dann habt ihr am Ende nach hinten raus nicht so viele Probleme und müsst nicht wieder irgendwo anders hingehen und versuchen, euch da wieder Schutz zu suchen oder irgendwelche Leute zu finden, die euch beschützen. Sucht euch ganz normale Securities. Sucht euch Leute mit Einfluss, sucht euch Leute mit Stärke. Ich habe zum Beispiel auch schon gesehen, dass manche Leute nur wirklich einen stabilen oder 2 stabile Securities haben und gar nicht mehr Leute brauchten. Leute, auf die sie sich verlassen können, von denen sie wissen, dass die keine Schlangen sind, die nicht noch andere Interessen haben und dann geht das Ganze auch ganz gut aus für die. Ja? Auf der anderen Seite siehst du dann wieder andere, die meinen, in ihren Videos auf dicke Hose machen zu müssen, die meinen, wir brauchen jetzt 30, 40 Leute da drin. Leute, diese 30, 40 Leute, die in dem
Video mit drin sind, werden höchstwahrscheinlich ihre eigenen Interessen haben. Und je mehr die von der Straße kommen, desto mehr versuchen die auch von dem Erfolg, den der gewisse Rapper hat, wieder abzuknüpfen und für sich wegzunehmen. Deswegen, jeder muss das für sich im Endeffekt selber entscheiden, ob er auf sowas Bock hat. Ich finde die ganze Sache, und das muss ich einfach so sagen, teilweise so, wie es sich entwickelt hat, nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Es gibt einige Big Player, denen will ich auch gar nichts wegnehmen, Leuten, von denen ich weiß, dass sie auch auf der Straße einen krassen Ruf haben, aber alles in allem ist die ganze Sache wirklich nicht mehr so ernst zu nehmen und so zum Kochen zu bringen, wie das mal war, weil einfach viel zu viele Leute auf der Karte sind und dafür, dass Leute sich ständig beleidigen und irgendwo und irgendwie irgendwas passiert, einfach dann am Ende zu wenig gemacht wird, was dieses Schutzgeld oder wie auch immer dann wieder rechtfertigen würde, ja. Und ich will auch hier wieder ganz klipp und klar feststellen, dass die Medien die ganzen Sachen hochkochen und aus dem Thema Schutzgeld wieder so etwas Komplexes, Kriminelles, Gefährliches machen, denn wenn irgendein Rapper irgendwo steht und sich aus einem bestimmten Milieu Leute sucht, die ihn beschützen vor Einfluss von Leuten, die vielleicht Geld von ihm erpressen wollen oder die ihn auf seinen Konzerten angreifen, dann ist das nicht direkt Schutzgeld, nein, dann ist das eine Leistung, für die jemand bezahlt, und diese Leistung muss man nicht unbedingt Schutzgeld nennen, sondern diese Leistung ist im Grunde genommen einfach eine Sicherheitsleistung. Aber dafür ist jeder Künstler selbst verantwortlich, und tut mir leid, das so sagen zu müssen, die Künstler, die eben so im Fokus stehen und immer besonders einen auf besonders krass und besonders hart und besonders viel Rufen machen, sind meistens die, die besonders darauf angewiesen sind, dass 20, 30 Leute im Hintergrund noch mitessen, weil sie alleine nichts wären und alleine nichts machen könnten. Ja? Dann hast du auf der anderen Seite wieder wirklich souveräne Leute, die haben 2, 3 gute Sicherheitsleute bei sich, mehr brauchen die nicht, die machen auch nicht viel Stress mit anderen, dann haben sie die Probleme nicht. Ja? Also mein Appell an euch, wenn ihr talentierte Künstler seid, dann schaut immer ganz gezielt darauf, wen ihr in euren Kreis lasst und wen nicht, denn viele Leute haben, wenn es um Geld geht, nur eine Absicht, und das ist Geld, und das ist nicht Freundschaft, ja? Also auf eine vorgetäuschte Freundschaft, bei der es im Hintergrund nur darum geht, Kohle abzuzweigen, auf eine gewisse Art und Weise Schutzgeld zu erpressen, kann wirklich jeder verzichten und sollte auch jeder verzichten, ja? So viel vielleicht zu der aktuellen Situation im Deutschrap, ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten. Freunde, ich wünsche euch nur das Beste, wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Abonniert, abonniert, abonniert. Max Cameo, ich bin draußen. Der Bombay ist jetzt schon da, weil wir haben relativ spät. Viele Grüße aus der Pizzeria Mimosa in Schwerte-Westhofen. Kommt vorbei, Freunde. Wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Peace.